Hallo Leute, diesmal ich dabei Mosaik 523, die aktuelle Ausgabe mit Wer traut sich? War ich doch recht froh, dass es in den letzten Ausgaben doch scheinbar ein bisschen die Handlung mal voranging. Passiert jetzt hier Handlungsrelevantes augenscheinlich nicht viel. Wir haben trotzdem ein sehr unterhaltsames Heft, meiner Meinung nach. Aber es passiert halt wirklich nichts, was uns voranbringt. Und irgendwie muss doch noch ganz schön viel passieren. Der Schatz muss gehoben werden, Luneburg muss das Handwerk gelegt werden und ja, das Geheimnis von Clarus müsste ja auch mal aufgedeckt werden. Apropos Clarus, Brabax und Kalifax befinden sich nun auf dem Weg zurück nach Lübeck, ne, von Novgorod. Sie wissen nun, wer der letzte Erbe ist, müssen aber jetzt die Weichsel überqueren und die hat Hochwasser, ja, und das scheint wohl auch ziemlich lange zu dauern, bis das weg ist. Sie wissen jetzt nicht, was sie machen sollen, ne, und versuchen per Stelzen dies zu überqueren. Das geht aber leider schief. Woraufhin unsere Freunde auf einer überfluteten Brücke mitten auf der Weichsel landen und nun dort ausharren auf besseres Wetter, oder besser gesagt, dass eben die Flut zurückgeht. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil sie ja die Hälfte bis zur Brücke eh schwimmen. Warum sind sie dann nicht einfach gleich weiter geschwommen auf die andere Seite? Zum anderen verstehe ich auch nicht, die machen sich aus Treibgut ein Lagerfeuer, um sich natürlich zu wärmen. Sie sind ja klitschnass, aber ja, es ist nicht besonders clever, die Klamotten dabei anzulassen. Klar geht es auch darum, Clarus Geheimidentität noch ein bisschen geheim zu halten, auch wenn sie ja eigentlich schon, keine Ahnung, mit Ausgabe 6 oder 7 offiziell offenbart wurde, was es mit Clarus auf sich hat, ne? Gerade Martin Luther habe ich ja gerade auch gelesen nochmal, die Luther-Serie, und nun war es ja auch so, der gute Luther bei der Wartburg fällt in einen Teich und wärmt sich auch am Lagerfeuer und zieht sich dafür nackend aus, ne? Also hätten sich auf Unterwäsche ausziehen können, ne? Also ich verstehe, dass sie sich jetzt hier nicht unbedingt nackt ausziehen, ne? Aber auf Unterwäsche, damit die Klamotten ein bisschen trocken werden, hätten sie vielleicht mal machen sollen. Also das fand ich ein bisschen komisch jetzt an der ganzen Sache, ne? Wenn die sich da so wärmen, ne? Und ja, das ist es eigentlich auch schon rund um Brabax und Kalifax und Clarus. Die hängen nun dort fest. Der Rest des Comics spielt komplett in Lübeck und es geht vor allem um die Hochzeit zwischen Ulrike und dem Sohn des Bürgermeisters, was natürlich nur eine Zweckehe auf gut Deutsch ist, die Luneburg arrangiert hat, damit er eben in der Gesellschaft weiter aufsteigt, ne? Hierbei ist es ja nun so, dass Simon seine Stelle im Hause Luneburg verloren hat und er und Abrax versuchen sich halt überall ein bisschen Geld zu verdienen. Aber das Arbeiten mit den Händen ist nicht so ganz der Fall von Simon. Also er hat da so seine Schwierigkeiten, ist eben nur ein halbes Hemdchen, ne? Und Kisten schleppen und so ist doch sehr schwer. Und wie können sie denn vielleicht anders auf sich schnell Geld verdienen? Und das Einzige, wo sie eben jetzt zurzeit wirklich schnell Geld verdienen können, wäre wieder im Hause Luneburg, nicht als direkter Untergebener von Luneburg, sondern die gute Ganta muss ja sich um die Hochzeit kümmern, ne? Und hat natürlich dafür wieder ihre ganzen Freunde eingestellt, wie so oft, die dann eben kochen, die dann eben servieren, ne? Und ja, obwohl Simon eigentlich nichts mit dem Hause Luneburg zu tun haben muss, was soll er denn machen? Er braucht Geld. Also, ja, fragen Simon und Abrax die gute Ganta, ob sie dort arbeiten können. Natürlich eben so, dass Luneburg das nicht mitkriegt, ne? Und sie hat auch gleich Arbeit für die beiden. Ja, mal Klosett säubern, ne? Die Güllegrube leeren, damit eben alle bei dem Fest mal ordentlich machen können, ne? Wenn sie ordentlich gegessen haben, ne? Ja, aber Simon und Abrax machen das nicht so ordentlich, wie es die gute Ganta gerne gehabt hätte. Es sind noch 3 Eimer drin. Und der Güllewagen ist bereits weg. Und jetzt müssen Abrax und Simon die Gülle eben ja dem Güllewagen hinterherbringen. Dabei läuft etwas so extrem schief, dass das noch sehr witzig wird. Und nochmal die ganze Hochzeit von der guten Ulrike durcheinander bringt. Ne? Wir haben hier auch viele sehr, sehr schöne Wimmelbilder. Hier zum Beispiel die Hochzeit zwischen Ulrike und
dem Sohn des Bürgermeisters. Hier finden sich sehr, sehr viele kleine versteckte Anspielungen. Und wir finden auch ja zwei meiner Lieblingsfiguren des Mosaiks wieder. Aber das ganze Heft hat eben gerade in dieser Hinsicht sehr, sehr viel zu bieten. Ne? Ansonsten ist es ein eher sehr witziges Heft. Wir haben hier eben wirklich viele Gags, die aneinandergereiht werden. Aber wie gesagt, die Handlung sehe ich jetzt kein Vorankommen. Es ist eben wirklich nur ein Heft, was einen jetzt mal ein bisschen unterhält, was ein paar richtig schöne Witze vorbereitet. Aber sonst tritt es doch meiner Meinung nach eher etwas auf der Stelle. Im Wissensteil erwartet uns ein paar Hintergründe über ja, die Machtverhältnisse der damaligen Zeit, ne? Wer eben damals sozusagen in den Städten und Ländern so das Sagen hatte, ne? Das ist ja ein Ding, beschäftigen wir uns mit Bernstein, was auch sehr nett war. Und in Abrax macht ein Fass auf, geht es um Schmuggel und ja, Warenfälschung oder Betrug, sagen wir mal so, dass man zum Beispiel, wenn man Fisch mit Fisch gehandelt hat, hat man unten drinnen ein paar verdorbene Fische reingepackt und oben nur die ordentlichen, ne, so in der Art, ne, oder man hat die Fässer unten noch mit irgendwas ausgestopft, damit es etwas voller aussah, als es war, ne? Also, das war auch wieder ganz nett, ne? Es ist halt jetzt wirklich meiner Meinung nach nur ein nettes Heft. Es macht jetzt eben nichts übermäßig irgendwie was. Es ist halt wirklich nur auf ein bisschen ein paar Schmunzler ausgelegt, ne? Und nicht darauf, jetzt irgendwie die Geschichte voranzubringen. Und das weiß ich nicht, ob das jetzt so gut ist. Denn langsam sollte man sich doch mal aufs Ende zubegeben, so meiner Meinung, ne? Und es sind doch noch sehr, sehr viele Sachen offen. Wir haben den guten Simon, der nun von den Luneburg verstoßen wurde, der natürlich da auch noch irgendwie sein Fett wegkriegen muss. Also der Luneburg, nicht der Simon. Ne? Dann die Hintergrundstory mit Ganta, ne? Ihre Plänerei, wo ja Simon mittlerweile auch drinne hängt. Ne? Dann ist natürlich immer noch der Schatz zu heben. Ne? Und ganz ehrlich, was wird aus Klarus? Ich habe dazu meine zwei, drei Gedanken. Ich denke mir zum Beispiel, dass man Klarus aus dieser Story sozusagen erstmal raushält. Und da denke ich so in zwei unterschiedliche Richtungen. Ne? Die eine Variante ist, dass sie irgendwas mit Jeanne d'Arc zu tun hat, die ja auch schon mal innerhalb dieser Reihe erwähnt wurde. Nicht, dass Clarus Jeanne d'Arc ist. Das glaube ich nicht. Das passt nicht. Das funktioniert nicht. Ne? Aber ich denke, kann mir vorstellen, dass Clarus da aus dem Umfeld von Jeanne d'Arc irgendwie stammt oder irgendwie mit der zusammenhängt. Oder die andere Variante, ich kann mir gut vorstellen, dass eben Klaros vielleicht das Piratenhandwerk versucht zu lernen und die Abrafaxe Klaros dabei begleiten. Also, das sind so die beiden Szenarien, die ich mir vorstelle. Und das würde man dann als nächste Serie sozusagen danach schreiben. Also, sprich, dass das direkt darin übergeht. So, das hatten wir zwar lange nicht mehr, aber dass so eine Serie direkt in die nächste direkt überfließt. Aber ich könnte es mir mal wieder vorstellen, ne? Ne? Und habe da auch persönlich jetzt nichts dagegen. Wobei ich eigentlich immer noch gerne hätte, dass wir irgendwann mal in Indien noch ankommen, wie ja damals nach Australien der Plan war. Man hat mehrfach versucht, jetzt dorthin zu kommen. Und ich würde mich wirklich mal über ein neues, richtiges Indien-Abenteuer freuen. Also es ist ein schon unterhaltsames Heft, aber es bringt die Story nicht voran. Ne? Und damit würde ich sagen, das war's und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, Leute!